Servus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, wie bekomme ich von zu Hause aus Schultern, die schön rund sind, ja? Wie kriege ich dicke, runde Schultern? Was soll ich da für Übungen machen? Und wie hole ich da das Maximum raus? Wie immer geht es am Ende nochmal darum, wie oft sollte ich denn die Schulter pro Woche trainieren? Wie viele Wiederholungen sollte ich circa machen? Und auch wie viele Sätze sollte ich überhaupt machen? Also wie viel Volumen, dass die Schulter wirklich optimal wächst? So, und dann starten wir auch schon direkt durch mit der Anatomie, ja? Was gibt es zur Anatomie zu sagen? Ist extrem einfach. Wir haben hier einen großen Schultermuskel. Dieser besteht aus drei Teilen. Da haben wir einmal die vordere Schulter, einmal die seitliche Schulter und einmal die hintere Schulter. Die Funktion ist immer ganz einfach. Im Endeffekt zieht sich der Muskel, dieser Muskelkopf, dann zusammen und in die Richtung wird dann der Arm bewegt. Ja? Das heißt, der vordere Schulterkopf zieht der sich zusammen, dann wird der Arm nach vorne oben bewegt. Der seitliche Schulterkopf zieht der sich zusammen, wird der Arm eben zur Seite hoch bewegt. Und bei dem hinteren Schulternkopf eben nach hinten. Da gibt es nicht viel mehr zur Funktion zu sagen. So extrem einfach ist es, deswegen gibt es auch nicht so eine große Übungsvarianz bei diesen Muskeln. Wenn man von zu Hause aus runde Schultern bekommen möchte, dann braucht man dazu nicht viele Gadgets. Ja, man kann entweder eine Kurzhantel nehmen, hat vielleicht nicht jeder zu Hause, deswegen könnte man auch einen Rucksack nehmen und da wieder ein paar Wasserflaschen reinpacken. Da reicht zu 99% das Gewicht aus. Weil da die meisten Leute, vor allem wenn man eher ein Anfänger ist, sehr schwach sind in dieser Richtung. Und was man natürlich auch machen kann, wenn man so ein Gummiband hat und man hat keinen Rucksack mit Wasserflaschen, man möchte eine Übungsvarianz reinbringen, einen neuen Reiz setzen, dann kann man auch ein Gummiband nehmen, da eben draufstehen und dann die Übung ausführen. So, was gibt es noch davor zu den Übungen zu sagen? Ganz einfach, für die vordere Schulter braucht man zu 99%, außer man hat da eine große Schwäche, keine Übung extra machen, da der Muskel ja den Arm ja nach vorne bewegt und diese Funktion eben schon beim Schrägbankdrücken und beim Bankdrücken abgedeckt sind. Und meistens ist dieser Muskelkopf im Gegensatz zu den anderen zwei eher zu groß. Und um wirklich eine schöne, ausgeglichene Schulter zu haben, muss man den Muskel eigentlich nicht trainieren. Wenn man dann noch eine Übung in die Richtung machen will, dann kann man sowas wie Frontheben machen oder eben Schulterdrücken. Ich mache alle Übungen einfach mit einer Kurzhantel vor. Aber natürlich kann man jede Übung auch mit einem Gummiband machen oder eben mit einem Rucksack. So, wir beginnen mit dem seitlichen Schultermuskel. Beim seitlichen Schultermuskel, der wirklich diese schöne, runde Form gibt, da ist die einzige Übung, die man eben macht. Seitheben kann man in verschiedenen Variationen machen. Was muss man da beachten? So, im Endeffekt nimmt man sich eine Kurzhantel, stellt sich hin, ja, Schulterblatt nach unten und jetzt bewegt man den Arm hoch, 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 bam, und wieder runter. Zack, zack. Vom Gefühl her nicht irgendwie den Unterarm über dem Oberarm haben. Das machen viele. Die machen so den Arm hoch und machen irgendwie sowas. Ist scheiße, ja. Vom Gefühl her den Arm nach hinten und den Ellenbogen hochziehen. Wenn man den Ellenbogen hochbringt, dann spürt man es wirklich hier oben und da schön aufs Gefühl achten. Was ist noch wichtig zu der Ausführung zu sagen beim Seitheben? Im Endeffekt den Arm nach oben bewegen, leicht nach vorne, wie wenn man so eine Gießkanne ganz oben ausleeren würde, ja, irgendein Glas ganz langsam ausleeren würde und dann eben den Ellenbogen immer höher als den Unterarm. Dann spürt man es wirklich im Muskel und den Arm. Natürlich das Schulterblatt nach unten und den Arm so zwischen 10 und 20 Grad eher vor dem Körper. Also nicht ganz 90 Grad zur Seite weg, sondern leicht weiter vorne. Was man jetzt als Variation noch einbauen kann, man kann jetzt einmal sagen, wenn man wirklich mehr Gewicht hat und man möchte sich langsam steigern, man nimmt mehr Gewicht und jetzt macht man das ein bisschen mit Schwung und bremst im Endeffekt hier unten ab und lässt nicht vom Körper abbremsen. Und durch dieses Abbremsen habe ich auch eine Last unten, weil sonst ist ja die höchste Spannung auf Muskel eben ganz oben. Oder was man eben noch machen kann, ist, man geht zum Beispiel an eine Wand, packt sich da schräg hin oder an eine Schrägbank und lehnt sich eben mit dem Körper zur Seite und macht dann Seitheben. So, dann ist die Belastungskurve anders und so kann man nochmal eine Übungsvariation im Endeffekt reinbringen, obwohl man eigentlich die gleiche Übung hat, aber hat eine andere Spannungskurve. Und dadurch eben nochmal eine andere Last auf den Muskel. Perfekt. Diese Übung reicht komplett aus für die seitliche Schulter. Es gibt auch nicht viel mehr Übungsvariation, da der Muskel eben den Arm zur Seite nach oben bewegt. Okay, die nächste Übung ist für die hintere Schulter. Hintere Schulter ist die Funktion. Der Arm ist vor dem Körper und zack, ich führe den Arm nach hinten mit diesem Muskel. So, was muss man da beachten? Man kann jetzt verschiedene Varianten da auch machen. Im Endeffekt ist es die gleiche Bewegung. Jetzt kann ich entweder sagen, ich mache einen Gummiband wo fest und dann ziehe ich meinen Arm mit dem Gummiband nach hinten und treffe so den Muskel. Das kann ich auch machen, wenn ich kein Gummiband habe. Ich kann
Kurzhantel nehmen, einen Rucksack, mich eben vorlehnen, dass mein Körper, Oberkörper 90 Grad hat. Und dann habe ich die Hantel vorne ausgestreckt und führe den Arm nach hinten. Ist die zweite Variante. So, wir machen hier mal eine vor. Was ist zu beachten, was man falsch machen kann oder wie man den Muskel nicht so gut spüren kann? Bei dem Muskel geht es sehr um das Muskelgefühl, ja? Jetzt sollen die Schulterblätter schön nach vorne durchhängen und die sollen auch vorne bleiben, ja? Und jetzt nimmt man den Arm und führt ihn nach hinten. Aber ohne irgendwie sowas zu machen. Die Schulter komplett irgendwie nach hinten mitzunehmen. Dann spürt man den Muskel nicht so gut, ja? Deswegen Schulterblatt vorne lassen und den Arm zur Seite nach hinten führen. Zack. Da braucht man nicht viel Gewicht und man spürt den Muskel sehr, sehr gut. Und das einfach nur beachten. Genau gleich, wenn man es mit einem Gummiband macht, auch einfach nur das beachten. So, dann kommen wir jetzt zur Frequenz, zum Volumen und eben zu den Wiederholungen. Wie oft die Woche sollte ich die Schulter am besten trainieren? Ich würde empfehlen, mindestens 2-mal und bis sogar 7-mal, da der Schultermuskel einfach extrem schnell regeneriert und man da extrem viel Volumen wirklich sinnvoll anhäufen kann, ja? Deswegen könnte man auch sagen, man trainiert jeden Tag die Schulter, macht dann vielleicht nur 2 Sätze, aber wird dann wirklich guten Progress haben. Aber zu empfehlen, wirklich mindestens 2-mal, wenn nicht sogar 3-mal. Also wenn ihr wollt, okay, die Schulter soll wenigstens halbwegs mitwachsen, würde ich sagen, macht die 3-mal die Woche. Vielleicht immer nach einem Training einmal die hintere Schulter, einmal die seitliche. Zu den Wiederholungen kann man wirklich einen höheren, guten Wiederholungsbereich abdecken. Da man nicht so viel Übungsvariation hat, kann man probieren, dafür Variationen bei den Wiederholungsbereichen reinzubringen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Schulter 3-mal die Woche trainiert, würde ich insgesamt einen Bereich von 8 bis vielleicht sogar 25 empfehlen. Dann macht man einmal 8 bis 12 zum Beispiel, so einen Bereich, wo man circa Wiederholungen macht, also eher schwere Sätze, dann macht man einen Tag, okay, da macht man eher vielleicht so 12 bis 15 und einmal eher 15 bis 20 zum Beispiel, ja. Und dann hat man verschiedene Bereiche abgedeckt und kann dann eben so einmal ein bisschen mehr Gewicht bewegen und eben ein bisschen weniger und sich dann super steigern. Zum Volumen, wie viele Sätze sollte ich denn insgesamt machen? Ganz einfach, wieder mindestens wie bei den Armen 6 bis 8, ja. Damit man auf jeden Fall den Muskel hält, damit er vielleicht auch, vor allem wenn man Anfänger ist, halbwegs gut wächst, ja, und dann kann ich mich hochsteigern. Bei dem Muskel, wie gesagt, kann man öfter die Woche trainieren und dann, wenn er gut wachsen soll, würde ich sagen, mindestens 10-12 Sätze und dann kann man sogar hochgehen bis manchmal sogar 20. Ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, aber da einfach sich langsam steigern, von Woche zu Woche oder von Zyklus zu Zyklus testen, was funktioniert am besten. Sind es 12 Sätze, sind es 14, sind es 16, sind es doch 20 und dann gucken, wo man sich am besten steigern kann und da wird zu 99% auch am besten die Schulter wachsen. So, die Empfehlungen sind immer pro Muskelkopf, das heißt zwischen 6 bis 8 und dann bis hoch zu 20 Sätzen pro Muskelkopf, also pro Seitheben und pro hintere Schulter im Endeffekt. Und wenn ihr die Übung abdeckt, dann habt ihr auf jeden Fall die Muskeln abgedeckt, damit ihr eben eine runde Schulter bekommt. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Wenn euch so Themen weiterhin interessieren, gerne ein Abo da lassen. Wenn noch eine Frage offen ist, wenn irgendwas unverständlich war, gerne einen Kommentar schreiben. Und dann wünsche ich euch einen geilen Tag. Haut da rein. Ciao, ciao.